Merci, Madame Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich freue mich, nur der Sommerpause Lohnis heimat dir stehen zu können. Und ich hoffe natürlich, dass meine Produktiv-Chamber-Session 21-22 für uns sind, die vielleicht ein bisschen mehr von Corona geprägt wird, wie das die letzte der Fall war. Selbstverständlich hätte ich mir erhofft, dass man nicht halt nie ein Kehrt Covid-19-Pandemie mit denen, die es heute zusammenbringt. Mir doch feiert wohl so sehr nach Kiewieder lernst. Pandemie ist nicht river, just weil mir alle gute so löst Flammen holen. Der Virus ist weiter präsent und dafür ist es doch so wichtig, dass das Pandemiesgesetz heute verlängert wird. Nun die große Chance hat mit Impfung nach Selbsttester, das Rentree ähnlich können umzugehen, wie die vom letzten Jahr. Mit trotzdem muss man noch vorsichtig bleiben. Aus dem vergangenen Jahr wissen wir, dass mit Retouren aus der Vakanz und Infektionszahlen steigen und den Hirsch mit seinen Naskalen wieder auch sein Teil wird dazu beitragen, dass der Virus sich nächstes ein bisschen besser verbreiten können. Wir Piraten begrüßen dafür ausdrücklich die Anpassungen, die man viel in dem Projekt Loi gemacht haben, am Bereich von den Spitälern. Es ist wichtig, klar zu regeln, für welche Personen welche Regeln gelten. Sie wird für stationäre Patientinnen und Patientinnen so wie hier Visiteuren, mir eben auch für Patientinnen, die für ein einzelnes Rendezvous ans Spital gehen, mit eventuellen Akkompagnateuren. Jederin, den die Urgence medizinische Hilfe braucht, muss können medizinische Hilfe kriegen. Und das auch, wenn in dem Moment Covid positiv ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit, und ich bin froh, dass wir hier Änderungen konnten für holen. Mit Visiteuren und Akkompagnatrissen, die selber keinen medizinischen Notfall haben, dürfen am Fall, wo ihre Schnelltest für unter dir positiv wäre oder sie kein Zertifikat vorlegen könnten, nicht an den Spital raugehen. Das wäre einfach zu gefährlich. Wir freuen uns dafür, dass wir gemeinsam an der Kommission eine Formulierung konnte finden, die hat auf Basis von einer ganzen Reihe Urregungen, ob alle Personen, die Hilfe brauchen, ermöglicht, Hilfe zu kriegen und trotzdem die Idee vom Cordon Sanitaire respektiert. Ich stelle mir just froh, weil ich auch doch, wenn es kontaktiert gehe, wie da wäre mit einer Person, die dringend psychiatrische Hilfe braucht und die sich durch den Test und der Entree doch immens innerviert geweisen. Eine Person, die also Hilfe braucht, die Hilfe soll kriegen und die am aktuellen Text vielleicht so just noch durch Trille rutscht. Vielleicht fanden wir da eine ganz pragmatische Lösung, dass wir wirklich vor einem Hilfe können, dass wir nicht Leute tun, die psychisch noch zusätzlich drin leiden. Es muss aber um Terra auch sichergestellt werden, dass das, was der Rapport dafür drin, dem ich ausdrücklich merke, so für seinen Rapport gesucht wird, dass Leute, die etwas aufgehen, das auch können machen in den Entree von den Spitälern, weil es ging, und das habe ich selber erlebt, aber Plätze, wo unter dir kein du aus den etwas will, dein Gegenteil für dann einen Patienten oder eine Patientin weiterzugehen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass das nicht nur hypothetisch ist, mit der an der Praxis realisiert kann gehen. Und von Spitäler schon vier unter dieser gesetzlichen Grundlage Hygienemaßnahmen Platz hatten, so ist es doch aber wichtig, hier ein einheitliches Passlegal zu schaffen. Über diese konkrete Punkte raus wird der Viertel in dem Projekt keine signifikante Verschärfung oder Lockerung mehr zu springen. Geht also größtenteils um eine Verlängerung. Und das ist an der aktuellen Situation eine Menge an denen meisten Politikfelder auch nicht falsch. Wir sehen an den Spitälern mit den Resultaten vom Large-Scale-Testing, dass die Impfungen wirken. Muss ich gleichzeitig aber auch feststellen, dass sich immer noch viele Personen mit dem Virus ausstirchen und Zuhören sogar nicht an die Luft gehen. Weiter die Impfung zu promovieren und die existierenden Mesuren und Platzteilen ist dafür ganz wichtig. Die Impfung schützt. An der Risiko von schweren Nebenwirkungen betrifft sie als viel mehr gering, wie den schweren Covid-Verlauf zu. Es sind Risiken an Protektion von der Impfung für kurzem Recht ganz am Detail durchgerechnet, auf Basis von den öffentlichen Donnern. Man kann nämlich jederin, den sich noch nicht sicher ist, was er von der Impfung soll halten, invitieren, einen Blick darauf zu werfen. An sich selber von der Berechnung auf Basis von den Zuhören vom ECDC, respektive von der Regierung, selber seine eigenen Rechnungen zu machen, sich selber zu informieren, weil es soll schließlich auch nicht immer alles gelesen, was im Internet steht. Auch nicht, wenn ich es geschrieben habe. Lasst euch impfen, das ist ein klarer Appell. Wir brauchen nach mir niederschwellig offen. Es darf nicht sein, dass ungesunde Entscheidungen, wie zum Beispiel ein Big Mac zu essen, mehr einfach umgesetzt können gehen, wie ein gesund sich impfen zu lassen. Doktoren
bei denen sich Haut kaum impfen lassen. So ein Heinz, so Patientinnen und Patienten, die man lädt, ich muss werden, bis ich fünf vielleicht zusammen haben, eher dich eine Dosis BioNTech abmachen kann. Das ist nicht niederschwellig. Mir gedacht, wenn ich bei den Hausdoktor kommt, gehen, das wäre niederschwellig. Mir scheinbar schenkt das zu weiteren Komplikationen zu feiern. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass nicht alle Personen, die am aktuellen Tag noch nicht geimpft sind, das freiwillig ist. Und auch jeder, den heute auf der Tribüne Impfappell lanciert hat, so wie ich auch, setzt sich auch bei ihren Fraktionsmembern dafür an, dass sie sich impfen lassen. Ich tue das heute, als in dem seine Sensibilität zu 100% geimpft ist. Das ist bei zwei natürlich mehr einfach wie bei mir. Viele Menschen können oder dürfen sich nicht impfen lassen, weil sie entweder noch zu jung sind und es dafür keinen Impfstoff für sie gibt, oder weil ihnen aufgrund von Allergien oder anderen Erkrankungen davon aufgerufen wird. Für sie oder im Fall von Kanner für ihre Eltern kann der Fett, der PCR-Tester demnächst nicht mehr Werte gratis sind, zu einer finanziellen Belastung führen. Dafür will ich eine ähnliche Motion wie CSV heute deposieren, an der die Regierung bietet jeder Rängen, den sich nicht impfen lassen kann, weiterhin die Option für kostenfreie PCR-Tester abstehen zu lassen. Ich komme nur noch auf den Unterschied zu schwätzen. Merci. Aber wenn wir davon schwätzen, dass junge Kinder noch nicht können geimpft gehen, dann dürfen wir dadurch nicht vergessen, wenn es darum geht, dass die Schule morgen geht. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir an der Primärschule von Kinder schwätzen, von denen die ganz große Majorität nicht geimpft ist. Und da sind wir dann aber in einem Feld, an dem ich mir vorstellen muss, ob das wirklich richtig ist, einfach just so weiter zu machen wie bisher. Maskenpflicht aufzuschaffen und zu hoffen, dass zwei Schnelltester pro Kant durchgehen, für die Epidemie an Schacht zu halten. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob der Bildungsminister sich halt wirklich am Kloren das Wetter möchte. Ich habe gestern nämlich ein Interview am Tageblatt gelesen, wo der Bildungsminister gefragt hat, ob es, wenn 10% von den Schülerinnen und Schülern keinen Schnelltester geben machen, nicht ein Risiko geben kann, dass so undetektiert Fälle an der Schule kommen, die sich dann ausbreiten könnten. Der Minister seine Antwort war, ich zitiere, wenn er 90% von Infektionen an einer Epidemie detektiert, dann hat er sie am Griff. Ob er eine Pandemie wirklich immer am Griff hat, wenn nach 10% von den Fällen undetektiert rumlaufen und andere infizieren, lassen Sie mal unkommentiert stehen, wir sind kein Epidemiologe. Das größte Problem bei dieser Aussage ist nämlich noch ganz andere. Und zwar den, dass der Minister hier aus der Tatsache, dass 90% von den Schülerinnen und Schülern und den freiwilligen Selbsttester teilholen, einfach auflädt, dass hier dafür auch 90% von den Infektionen findet. Ja. Was soll ihn da sagen? Ein Satz an der Mathe? Ich weiß gar nicht, wo ich aufhängen soll. Das ist ja nicht so, wie wenn nicht seit Wochen am Menschen darüber geschwärzt wird, dass Selbsttester nicht immer ein richtiges Resultat aufweisen. Ganz zu schweigen davon, dass der Minister mit einem 2 Selbsttester 7 Wochen durch den Luft decken, aber kann das, dass alle Tests nicht einen Moment abnehmen kann. Also gut, ein zertifizierter Schnelltest just 48 Stunden gültig ist, wird auch schon schwer zu rechtfertigen, als wir meine Banden auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Mit 2 Selbsttester, die nicht vom medizinischen Personal gemacht sind, also nicht zertifiziert sind, und mit dem nur auch nach meiner sicher, wie was richtig Resultat umgeht. Will der Minister also trotzdem all einzig Infektion bei all Kant, was sich testen lässt, fanden? Positiv ausgedrängt nennen das wohl zielstrebig oder heisch motiviert. Was wäre dann, wenn in einer Schule just 2 Kanner krank gehen? Und das 2 Kanner zu denen gehören, die nicht getestet gehen? Da wäre ja eigentlich, summa summarum, nur Adam Riese, so wie in der Zeit, eigentlich 100% von den Infektionen nicht entdeckt gehen. Mit geben noch nach immer 90% von den Kanner getestet gehen. Geben die Minister sich da wohl immer nach anreden, hier geben 90% von den Infektionen vorne mit seiner Supermethode. Ich weiß, dass man die Schule nicht komplett für ein Virus aufschotten kann. Wir mussten den Kanner noch Senior und Möglichkeit gehen, ein Schulalltag zurückzufahren. Die Nutzschuss von dieser Krise, mir auch nicht von einem gemeinsamen Alltag, der Spaß möchte, geprägt ist. Mein Schritt zu meiner Normalität wäre auch vielleicht möglich gewesen, mit einem besser durchdurchten Hygienekonzept. 3 Selbsttester, die obligatorisch mit dem Mendes, Mittwochs und Freitags morgens an der Klasse gemacht gehen, ändert das Surveillance vom Lehrpersonal. Das wäre das Minimum gewesen. Darüber hinaus müsste man Schritt für Schritt an Lüftungsanlagen investieren, die auch nicht nur in der Pandemie sind, sondern auch an den nächsten Grippewellen.
An der Entscheidung, ob eine Maske soll an der Klasse gedroht gehen oder nicht, es soll lange nach keinem positiven Fall abgetaucht ist, darf nicht einfach auf den Terrain aufgedreht gehen. Damit setzen wir just Kinder und Enseignern in den Druck, die sich dann, wenn sie ihre Maske nicht unhätten, an den Ugestach und just unnötig Vorwürfe machen. Ob sie ihre Maske nicht aber hätte besser sollen undun, weil es ja ihre Schuhe wäre. Was geschieht, wenn der Minister kein klare Vorgabe mischt und sieht, dass jeder ein frei steht zu machen, wie ihr wollt? Das haben wir gesehen, wie die Kinder nur schwammen, mit Nasen hoher Matten am Wand der Klassensaal sitzen, an denen alle die Fenster drin abwehren. Just weil er nicht zu gut gemeint hat. Er gelüft tut, nachdem es in den Kanner verboten hat, sich zu föhnen, wird das sich halbwegs nicht zu Nogäfe kommen. Das hatten wir letzte Winter und ich hoffe doch wirklich, dass wir das dieses Jahr nicht nach einem wiederholen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, ich befinde mich heute an einer Art Zwickmädchen. Generell unterstützen Piraten die Verlängerung von diesem Projekt und unterstützen ein paar von Dispositionen über die Schulen auch die Änderungen, die mit diesem Text sollen kommen, und in denen wir auch aktiv an der Schulmaßkommission mitgeschafft haben. Mit vielen Leuten an denen Abschnitten, die sich mit der Schule befassen. Und ich meine, heute für einen Fundamental, für den nach kein Impfoffer besteht, und durch die Mesure. Wir sind wirklich der Meinung, dass im Niveau von der Primärschule ein unnötiges Risiko angegangen wird, durch fehlende Mesuren, und das gerade während einer Jahreszeit, wo die Infektionen um Viermarsch können sein. Ich will ganz sicher nicht sagen, dass die halb vier gesehenen Mesuren direkt an unausweichlich einer katastrophalen Infektionsfall werden enden. Ich denke aber, dass den Heim muss zugehen, dass es mehr vorsichtig gewesen wäre, an einer ersten Phase ein mehr elaboriertes Hygienekonzept für Trondre zu präsentieren, an den Impact von den Vakanzretouren auf dem Hirsch aufzuwerten und zu evaluieren, ehe ihn dann an einer zweiten Phase mit neuen Lockerungen hätte können kommen. Mehr, das Piste wird nicht gewählt. An der Lage können wir die Situation an den Schulen an der kommenden Woche nicht mehr so gut wie möglich am Ende halten. Wir dann so sehr wie möglich anschreiten können, falls wir gesinnt dazu an die Lage gehen. Wenn Piraten also heute ihren Akkord zu diesem Projekt gehen, dann machen wir das nicht mehr mit einem ganz deutlichen Appell, die Situation nicht zu unterschätzen. Also sich noch einmal bewusst zu machen, dass 90% Partizipation beim Testen nicht gleichzusetzen ist mit 90% entdeckten Infektionen. Das ist nicht so einfach. Und dafür müssen die Entwicklungen um Terra auch ganz genießt wie weit gehen an den kommenden Wochen am Ende. Also nicht, merci.